Ekklesien, die Gedanken von Pfarrer Michael White vor zum Thema der Predigt. Das ist für ihn ganz wesentlich, um eine Gemeinde wieder in Schwung zu bringen, wenn sie da niederlag. Und es ist vielleicht auch für Sie mal ganz interessant, das zu hören, was diese ausmachen soll. Predigen Sie das Wort Gottes, nicht irgendetwas anderes, sondern das Wort Gottes predigen. Stellen Sie sicher, dass sich alles um das Wort Gottes dreht und um nichts anderes. Wenn wir dem Wort Gottes treu bleiben, wird unsere Botschaft eine Bedeutung haben. Ein Pfarrer aus Oklahoma sagt es folgendermaßen: Es ist lächerlich zu sagen, dass man keine relevante Predigt halten kann, wenn man dem Text genug Raum gibt. Wir müssen der Bibel nicht zu einer Bedeutung verhelfen. Wenn wir dem Text treu bleiben, ist er auf jeden Fall relevant. Da stimme ich ihm hundertprozentig zu. Man braucht ein bisschen Übersetzungsarbeit, man muss sich hineinfinden in die Situation von damals, aber dann ist das Ganze top aktuell. Predigen Sie das ganze Wort Gottes, sowohl die tröstenden als die herausfordernden Stellen. Das ist auch ein interessanter Punkt, dass man eigentlich ständig nur das nimmt, was die Menschen aufbaut, was sie gern hören. Du bist geliebt, Gott hat eine ewige Heimat für dich. Aber genauso gut gibt es ja auch die herausfordernden Stellen, die steilen, der Weg ist schmal und eng, steil, die Hand abhacken, die gewalttätigen Reisen das Gottes an sich. Und das, wenn das ständig unterlassen wird, ist das schon eine ziemliche Verfälschung des Wortes Gottes. Im 20. Kapitel der Apostelgeschichte gibt Paulus den Ephesern seine letzte Botschaft mit. Er weiß, er wird sie nie wiedersehen. Ich habe mich der Pflicht nicht entzogen, euch den ganzen Willen Gottes zu verkünden. Michael White, was für eine unglaubliche Verantwortung, was für eine unglaubliche Gelegenheit, den gesamten Ratschluss Gottes mit den Menschen zu teilen. Diese Verantwortung und diese Gelegenheit verdienen unsere größten und nachhaltigsten Bemühungen. In Nativity, so der Name seiner Pfarrei, war die Predigt der gefürchtetste Teil der Messe und der Hauptgrund dafür, warum die Menschen nicht mehr kamen. Und sie gingen dann in eine andere Kirche. Dort fanden sie eine relevante und einbeziehende Botschaft vor, auch wenn das bedeutete, die Sakramente aufzugeben. Unsere Predigt solle die Menschen tiefer in das Verständnis und die Feier der Eucharistie hineinführen und nicht davon entfernen. Derzeit dauert meine Wochenendbotschaft 20 Minuten. 20 Minuten, haben Sie es gehört? Bei uns heißt ja die Regel, du darfst um alles predigen, aber nicht über 10 Minuten. Übrigens auch James Mellon hat einen ähnlichen Ansatz. Und ich entschuldige mich dafür nicht. Die Botschaft ist sehr wichtig. Es ist traurige Wahrheit, dass Ihre Pfarrei in der Gemeinde keine Bedeutung hat, solange die Predigt bedeutungslos ist. Lesen Sie doch das 6. Kapitel der Apostelgeschichte. Die Apostel bestellten Menschen zur Mitarbeit, weil gewisse Dienste sie von der Predigt, von der Verkündigung abgehalten haben. In anderen Worten, sie konnten sich dann wieder dem Gebet widmen und der Liturgie, sowie auch dem Dienst am Wort Gottes, der Predigt. Was geschah? Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Auch eine große Anzahl von Priestern nahm gehorsam den Glauben an. Apostelgeschichte 6,7. Für Gott hat die Predigt seines Wortes Priorität. Und wenn wir es verkünden, verbreitet sich das Wort. Die Zahl der Jünger wächst, ihre Pfarrei wächst. Und dann ganz konkrete Schritte, Tipps, die er gibt, was man tun soll. Wenn Sie ein Pfarrer sind, setzen Sie sich hin, planen Sie eine Predigtreihe für den nächsten Advent, die Fastenzeit, die jetzt ja auch bevorsteht, mit konstanten Themen, klaren Herausforderungen und attraktiven Auswirkungen. Wenn Sie sich bei der Predigt mit jemandem abwechseln, setzen Sie mit ihm zusammen, planen Sie die Predigtreihe. Halten Sie Ausschau nach zugänglichen Ressourcen, Beispiele für andere Predigten auf den Webseiten anderer Pfarreien und Kirchen. Selbstverständlich kann man von anderen lernen. Heißt ja nicht, dass man dann Plagiat macht und alles 1:1 abkopiert. Bewerben Sie Ihre Predigtreihe. Machen Sie Menschen neugierig. Machen Sie ihnen Lust auf ein gemeinsames Abenteuer. Dann Pfarrer Michael White zum Thema kurze Haltbarkeitsdauer. Wir wollen nun ehrlich sein. Auch die brillanteste, am besten vorbereitete, einbeziehendste und effizienteste Predigt hat eine Haltbarkeitsdauer von ungefähr 2 Tagen. Am Dienstag haben die meisten mehr oder weniger schon wieder vergessen, was ich am Sonntag gesagt habe. Am Mittwoch weiß ich es selbst nicht mehr. Und dann meint er, das muss einen nicht traurig stimmen, denn unsere Wochenendbotschaften sollen nie das letzte Wort zu einem Thema sein. Ganz im Gegenteil, sie sollen Startpunkt sein.
und wir sollen dort miteinander ins Gespräch kommen. Da widerspreche ich dem Mann deutlich. Wenn die Predigt gut ist, wenn sie die Menschen wirklich bewegt und vor allem, wenn sie diszipliniert predigt, und das ist erstaunlich, dass er das bei seinen Aufführungen kein einziges Mal erwähnt, dann wissen die Leute noch sehr genau, was sie gesagt haben. Und zwar dann, wenn die Predigt ein einziges Thema hat. Und das erfordert nun wirklich viel Disziplin. Ein einziges Thema, das sich in drei Punkten entfaltet. Ich habe das schon mal dargelegt. Zunächst einmal wird das nochmal hervorgehoben, was Jesus gesagt hat. Dann unsere Situation und das miteinander in die Sprache gebracht, also die Nutzanwendung für das Leben. So schaut es aus. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jesus heilt die Aussätzigen. Sie kennen die Geschichte. 10 Aussätzige kommen zu ihm. 9 sind geheilt, gehen davon, einer kehrt zurück, ist aus Samaria. Dann nehmen sie doch das Thema Staunen her. Erstens sind wir erstaunt, dass Jesus sie nicht wie sonst durch ein wirkmächtiges Wort heilt. Ich will, es sei rein. Er sagt, geht zu den Priestern. So hat er noch nie geheilt. Noch nie hat er so geheilt. Und wir können darüber staunen, während sie gingen, wurden sie rein. Und das ist auch bei anderen Glaubensvollzügen so. Sie müssen sich darauf einlassen. Sie müssen sich auf den Weg machen. Während sie gingen, wurden sie rein. Auch das erstaunlich. Als nächstes ist erstaunlich, dass nur einer umkehrt und sich bedankt. Die anderen haben bekommen, was sie wollen. Wunderbar, danke Jesus. Und verschwinden, aber die bedanken sich eben nicht. Sie gehen weg. Schon erstaunlich, oder? Wenn sie Aussatz haben, sind sie ein Todeskandidat. Sie verfaulen bei lebendigem Leib. Eine Heilung vom Aussatz galt damals wie eine Auferweckung aus dem Tod. Und sie bedanken sich nicht. Stellen Sie sich doch mal vor, wenn Sie in so einer Situation sich befinden, Sie sind ein lebendiger Zombie, verfallen bei lebendigem Leib, der heilt Sie und der geht nicht mehr, kommt nicht mehr zurück und bedanken sich. Und dann ein nächstes Erstaunen ist, einer kehrt aber doch um und das ist einer aus Samaria. Ein Irrlehrer. Einer, der falschen Religion angehört, aus jüdischer Sicht. Glauben Sie mir, wenn Sie das einfach nur das Thema Staunen hernehmen, die Art, wie Jesus sie heilt, geht hin, dass nur einer sich bedankt und dass der Mann ausgehend aus Samaria ist, das wissen die Leute noch nach Monaten und Wochen. Also von wegen hier, wenn der schreibt hier, ich weiß das selber nicht mehr am Mittwoch, was ich selber gepredigt habe, dann hat er schlecht gepredigt, weil er querfeld eingepredigt hat. Und den Text erkannt, da gibt es viele Fährten, wo sie sich verlieren können. Wenn sie sich disziplinieren, und ein Thema aufgreifen und das dann durchziehen, dann wissen die Leute es noch eine lange Zeit später, weil manchmal begegnen mir Menschen, die sagen, mein Herr Pfarrer, Sie predigen ja gut und das haben Sie ja wirklich treffend gesagt. Dann frage ich, ja was denn? Und wenn Sie nach Monaten, einem halben Jahr noch sagen können, Sie haben damals über das oder das gepredigt, dann war die Predigt richtig gut. Weil so viel auf unsere Menschen einprasselt, so viele Informationen auf sie einstürzen. Wenn sie dann das noch wissen, dann kannst du dir selber auf die Schulter klopfen. Dann war's gut. Wir sind schon fast am Ende. Folgende Komplimente bedeuten mir am meisten. Wenn mir die Menschen erzählen, dass sie im Auto, auf dem Heimweg, beim Mittagstisch, beim Treffen, im Swimmingpool über meine Botschaft gesprochen haben. Wir wollen, dass die Unterhaltung während der Woche weitergeht. Nachfolge findet nicht nur am Wochenende statt. Wir wollen eine Unterhaltung im Gang bringen. Und dann kommt ein neues Kapitel, das 9. von unten her bauen. Also klar, ein Haus beginnt mit den Fundamenten und nicht irgendwie im 1. oder 2. Stock. Wir schlagen dieses Buch dann, dieses Kapitel dann auch auf und ich freue mich, dass ich es Ihnen darlegen kann. Und so darf ich Ihnen noch den Segen mitgeben. Überlegen Sie, wenn Sie den Segen einschließen wollen, wer Ihnen wichtig ist, welche Aktivität heute. Es segne, heile, schütze und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.